Aber ich glaube, ich tauschte mal das hier gegen den Würfel. Das könnte ich eigentlich bald mal machen, weil das mit den Timings einfach besser hinkommt. Ich meine, wenn ich das zusammen nutze mit Wilde Geister und Volltreffer, ist es eigentlich besser, ein Trinket zu haben, was mir Stats oder ja, Stats bringt. Weil das mehr skaliert, als wie Trinkets, die jetzt Damage bringen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, ein 2-Minuten-CD-Trinket ist trotzdem besser als ein 3-Minuten-CD-Trinket. Schon abgewertet, toll. Weil meine ganzen anderen Cooldowns, die ich gleichzeitig damit nutzen möchte, haben auch alle 2 Minuten. Schlechtes Omen. Tschüss. Ich hab's gestarnt. Ich auch, ich hab's ja auch gestarnt. Stimmt, vorne hat er mich noch angemeckert, dass ich das mal sagen soll, dass wir uns besser absprechen. Habe ich schon wieder nicht gemacht, ne? Belehrungsresistent bin ich mal wieder. Ach, ich kann ja hier das Zeug von dem Buch wieder einsammeln, das ist gut. Was makerst du da wieder, Moto, im Stream? Ich habe gesagt, vorhin hast du es mir gesagt, dass ich Bescheid geben soll, wenn ich stunne. Habe ich schon wieder nicht gemacht. Ja, ich habe ja auch gesagt, ich bin belehrungsresistent. Nee, jetzt kann ich sag's nächstes Mal. Weil ich habe auch wieder gestunnt und hab's nicht gesagt. Ach so. Das meine ich. Ja, das kriegen wir noch hin, irgendwas. Ich finde es diese Woche eh kacke mit diesem Scheiß. Inspirierend. Ich finde die Affix eigentlich ganz cool aus, der Tiran. Ja, also, aber dass man das nicht stunnen kann, finde ich doof. Ja, die meisten Gruppen tun den dann rausdingsen halt. Raus zu 10. Oh oh. Dann pulst du all the things. Oh, ins Blaue damit. Es geht schon, alles gut. Fast. Ich kann nur kratzen. Nope. Fast, Mensch. Ja. Oh, warte, das war auch chillig. Oh. Ja, das war doch gut. Ja, da müsste man jetzt einfach den inspirierenden CC'en wahrscheinlich, ne? Dann könnte man den Rest auch stunnen. Waren zwei Stück. Dann war das ja mal nicht so erfolgreich jetzt hier, dieser Pull. Aber egal, noch ist am Ende kackt die Ente, ne? Komm, weil ich schon wieder so eine verkrampfte Haltung habe. Komme ich hier durch mit meiner kleinen dicken Hunterin? Ihr schafft das eh nicht mehr hier, ihr kleinen Blubbies. Ich finde das Schnellfeuer so geil. Richtig der Legolas-Style. Ich habe leider nichts ready für die Viecher. Immerhin konnte ich einen von denen in Falle legen. Oh, das war knapp. Jetzt lag doch gerade der Beinshot, ne? Ich hatte den ersten Flugbomb aus. Die Eule wird wieder richtig komplett ausrasten. Beim Damage beim Boss gleich. Das weiß ich jetzt schon. Da werde ich absolut 0,0 Land sehen.
So. Lass ihn mal eben kurz auf Posi gehen. Ein bisschen dichter gehen. Oh. Boah, ich will den Heilkreis. Wir haben mal voll heilen lassen. Wo sind die Kleinen? Ich mach den kleinen Daumen. Versuch's zumindest. Ich steh richtig schlecht da bei den beiden. Der Monk geht auch so gut ab. Oh oh. So. Mal eben den Self hier. Alle so ab. Hab gestunt da drin, falls du weggehst. Perfekt. Ja. Deng hat es aber geklappt, dass ich das mache. Bäumchen stehen. Super, danke schön. Hab sogar Bescheid gesagt. Die Woche kann man da überhaupt zum Massenpuls. Da rennt Ed weg! Nein. Nicht angreifen, sonst holt ihr das hin. Ach, zweites. Ja. Ach, scheiße. Wieso hast du denn jetzt auf den Drachen geschossen? Ja, das hat mich auch gewundert. Das heißt, ein Name war es geflogen. Ups. Okay. Das war Suicide. Kommando. Ich habe meinen Dev-Cooldown überschätzt. Geht es die Woche mit dem Zampeln hier überhaupt bei der Gruppe? Klar. Ja. Aber wir können diese einen hier erstmal ein bisschen schwächen und anschließend die zwei anderen Gruppen dazu holen. Zack, zack, zack. Oh. Zurück. Kann ich? Warte, komm. Jetzt kannst du, glaube ich, langsam. Oh, ich krieg wieder nicht gestunt hier, ey. Dann nehmen wir lieber mal einen Rückzug, ne? Bin mal ein bisschen früher als Zeit, aber ich glaube, das haut sich knapp raus, finde ich. Ich muss ja immer noch mal Buffhut nehmen. Mit diesem Abfuhr ja, ich auch trotzdem noch breit für diese Gruppe da. Okay. Also für die große Gruppe an der Treppe. Ich brauche mein Buffhut. Okay, jetzt kommt Pride. Nehmen wir dann die andere Gruppe da gerade. In der Zeit schaffe ich wieder nicht, Buff-Food zu eaten. Nee, wir holen dann noch die Pad einzeln, aber wir dieses komische Vieh. Das muss halt zuerst sterben und wenn der Blub tot ist, kannst du in die große Gruppe reinrennen und dann ziehen wir zu diesem. Wow. Wow, wow, wow. Sorry. Ich nehme jetzt einfach 10 Sekunden Zeit. Hey, ich hab's geschafft, ohne das Ding. Merk
Schade, dass man mit Pride nicht auch schneller ist. Hast doch Tempo. Beide. Ach ne, hast Schaden und Heilung. Prozentual erhöht. Nicht Tempo. Wie komme ich denn immer auf Tempo? Achso, wegen Kampfrausch, ja. So, jetzt könntest du. Jetzt kannst du. Assoziiert von Buff, ne? Ja, ja, go, go. Go, go. Cooldowns haben wir auch ready. Das ist sehr schön. Der castet ja auch noch fröhlich rum. Hauen wir mal eben einen Deadly Shot drauf. Schön executen. So, das ging doch mal gut. So, Tentakel. Jetzt, ah. Jetzt zeige ich es dir. Ich bleibe jetzt voll stehen. Ja. Ja, ich bin jetzt hinter dir. Ja, das ist schon mal. Bring ihn um! Ich verstehe das nicht. Siehst? Ich bin stehen geblieben. Ich laufe jetzt einmal weg, wenn ich sehe, er hat mich ja, in Frage. Ja, genau. Wahrscheinlich ist mein DH einfach hübscher als deiner. Das ist irgendwie echt. Nee, ich habe aber leider auch keine Ahnung, weil ich noch nicht Melee gespielt habe in Shadowlands. Aber bald ist mein Schurke fertig. Dann geht's ab. Ja. Das ist cool. Ich komm nicht raus. Klar mussten die noch spawnen. Natürlich, ne? Kommt trotzdem noch einer mit runter, seid vorsichtig. Ja. Kommt beide mit runter hier, spinnen die oder? Naja, die können wir ausnutzen, oder? Dann kicke ich dir mal. Binden kann ich jetzt gerade nicht. Leider. Du. Willst du da nicht in der Hände, du Arsch? Wer war das? Oder so ähnlich. Pride ist da. Die Manifestation des Stolzes. Manifestation? Manifestation, ja, ist doch richtig, hä? Das liegt an den nicht gekickten Dings, Ed. Der fesselt einen halt immer, dieser große Typ, der gerade inspiriert war von dir. Ah. Ach komm, ich da an. Miau, miau, miau. Pride. Voll gebufft in die letzte Trash-Gruppe vom Boss. Was habe ich hier noch an Buff selber? So eine Salve kann ich hier noch mehr anbieten hier. Dann kriegst du nochmal einen Expo-Shot. Spotten. Scheiße. Ah. Ja, ja. U-I-U-A-A. So, schön Bossfight jetzt. Wir hätten sogar einen Kampfrausch. Komm. Go, 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 Power Ranger. Cooldown saven wir, ne, für die Blockphase. Ich habe ihn.
Soll ich hier noch AT ziehen dann? Ich weiß nicht, welcher Boss schlimmer, der oder der andere. Ne, ich würde es bei der Spinne nehmen, glaube ich. Ja. Dann macht jetzt schön die Blubs. Und wie wir die Blubs machen? Mit Cooldowns? Natürlich schade, dass jetzt Boss und Lilaner Blub nicht in meine wilde Geister drin waren. Das wäre richtig geil gewesen, wenn ich auf alle drei Targets jetzt den Damage gemacht hätte. Aber naja, man kann nicht alles haben, ne? So, und weiter auf den Boss. Ich hab gleich nochmal ein Trinket. So. Kurz selber heilen ein bisschen. Boah, der hat's auch gerade echt auf mich abgesehen hier, der Spacko. Wir müssen auf jeden Fall sowas von das Blub noch spielen. Das sind nämlich noch fast 400k Bossleben. Können wir noch fast in... Oh, macht die Weak Aura dir sogar Audioansagen? Mhm. Ich höre hier gerade was von Dodge und Kick und so. Ach so, das ist bei mir. Ist das eine Weak Aura? Nee, das ist ein Addon. Ach so. Weil ich habe die Weak Aura dazu, die mir das als Button anzeigt. Aber ich habe keine Sprachausgabe, weißt du? Was ist das für eins? Keine Ahnung, das habe ich schon seit WOD oder so. Muss ich ja mal nachschauen in der Runde Zeit. So, noch einen Blub brauchen wir aber nicht spielen. Ja. Uiuiui. In der Beta habe ich damals gesehen, dass sie an diesen vier Kesseln hier sind. Da sind doch so eine Fiolen drin, ne? Da habe ich gesehen, ja, dass sie vorm Bosskampf einmal rumgegangen sind und sich immer ein DD dem nächsten diese Fläschchen gegeben hat. Und irgendwas haben sie damit dann deaktiviert, was im Bosskampf vorkommt. Gibt's sowas noch? Ich glaube nicht, sonst würden sie das ja noch machen. Vielleicht ist es einfach nicht schneller, ne? Oh, ich bin oben. Ja, also ich hab... Ja, aber ich meine, du willst Heiler und so. Ja, keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht. Wollen wir diese Gruppe das geben? Ja. Nee, wollen wir nicht. Achso, wegen Pride Quest? Nein, nein. Nee, wir haben einen näher. Ja, das halt. Dann hätten wir das hier mal ausziehen lassen. So, und dann hier oben Pride gespielt, ja. Genau. Ja, das wäre auch klug gewesen. Aber ich sind nicht klug. Nein, nein, klug sind wir nicht. Zumindest spielen wir nicht klug. Macht ja keinen Spaß. Wo bleibt denn da die Herausforderung? Also ich hätte CDs für die erste Gruppe. Wenn ihr Lust habt, dann schaller ich da nämlich was rein hier, so. Noch neu kommen, ne, oder?
Immerhin durfte ich mal ein bisschen Schaden machen jetzt. Ich hatte eine Karte, bevor sie gestorben ist, deswegen habe ich gedacht, vielleicht hat sie es noch durchkriegen. Jetzt müssen wir halt alle relativ gleichmäßig downkriegen am besten. So, das wird jetzt ein bisschen schwieriger hier. Also für mich, ich habe zumindest keine Cooldowns. Aber vielleicht ein anderer, ne? Ich hab's gestarnt. Da ist ja der Pride. Haben wir ja richtig super gemacht. Das haben wir echt gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn Eigenlob stinkt, muss man das einfach mal so aussprechen. Minuten, passt auch noch. Kampfrausch haben wir für diesen Boss. Und Pride, das heißt, er sollte sich auch relativ schnell entsprechend für Tyrannisch erledigt haben. Werden wir mal sehen. Ich muss aber ein bisschen daran, ne? Der Mon kann das hier alles so freiwirbeln, ne? Fliegt von da hinten jetzt noch ein Adamer? Nee. Sah grad so aus. Wenn da hinten noch eine Axt geworfen wird. Ah, der steckt echt gut ein, der Boss. Da kann man überhaupt nicht meckern. Mal ab hier mit dem Scheiß. Scheiße. Oh, 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 oh. So, uns fehlen 4% Trash, bevor wir runtergehen. Krass, warum kriegst du jetzt alle sich zwischendurch geheilt, der Sack? Oder die Säck, die Säcken. So. Explosion kriegen wir auch noch mit durch, ja, natürlich. Natürlich, natürlich sicher, Digga. Natürlich, natürlich, alles klar. Oder ah, so? Scheiße. Das ist so knapp. Ja, meiner hat noch eine Sekunde Cooldown gehabt. Brauchen wir den noch? Ja. Dann brauchen wir jetzt noch keine Plumps. Ah, da müssen wir gleich mal gucken. Bin mir da nicht so ganz sicher. Ja, einen Blut brauchen wir, ne? 86, oder? Nee, nee, das passt. Wir brauchen eigentlich nur 85, eigentlich 84, irgendwas. Okay. Vertrauen wir dir ja mal. Hm, das ist gut. Ausnahmsweise. Ich hoffe, das stimmt nicht, weil da habe ich meine Gruppe vorhin verarscht. So. Die Viecher sind richtig schnell, wenn die hier verstärkt sind. Da hilft einfach nur eins, schnell töten.
Krass, noch 12 Minuten. Essenzeit. Ja. Ach, der Porter da eh nochmal, ne? Dann sollte Pride kommen. 4,17, ja, das passt sogar. Na, geh mal lieber zurück schon mal. Ich kenn schon. Wir haben zwei Ranges, die das machen. So, Pride und Endboss und Feierabend. Könnte sogar noch eine Zweier-Aufwertung werden. Ah, das wird eng. Na, schauen wir erstmal. Vorrat uns auch der Boss da den Run versaut. Naja, aber dann hattet ihr doch jetzt schon über. Ja, weil das lief auch echt gut bis dahin und dann. Aber ich glaube, in 16 haben wir auch geschafft. Kannst du reizen, irgendeine? So. Okay, los. Ich knall noch mal einmal Cooldowns raus, hier scheiß drauf. Hauptsache es geht schnell. Plus 2 wäre jetzt natürlich richtig geil. Also ich würde es nehmen, sagen wir es mal so. Alter, das wird easy. Ist jetzt schön. Ich hab gepreportet, aber du kannst ja im Kampf nicht mal mehr preporten, was richtig sagt. Im Kampf preporten? Okay. Durch Pride sind wir natürlich auch schön schnell am Laufen, ne? Wo ist das Gewächs? Komm her, kriegst du ein paar in die Fräse, mein kleiner, hässlicher Kumpel. Dev Cooldown beim Regen, ne? Der Scheiß tut dem Heiler nämlich nicht gut. Könnt ihr seinen Zorn spüren? Ne, noch nicht, aber du gleich. Meinen. Oh, 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 oh. Boah, das war knapp, ey. Schildkröte. Scheiße. For life. Was machst du? Na ja, Kai, wir haben Battle Rats. Ich hab grad voll den Brain Lag. Grad voll reingelaufen. Ja, nee, das Problem war die. Die Bots, ich hab Ding tankt. Kannst du wieder retzen? Ja, einen hab ich noch. Eine Minute 9 noch? Ich hab nix, doch. Ich hab Self hier. Okay, jetzt muss ich auch rüber. Hättest du jetzt nichts gesagt, dann wäre ich bestimmt tot. So, ich habe noch einmal Cooldowns. Zum Damage machen. Das war aber auch Pech. Ich hoffe, die taucht nicht mehr ab, dann wird das plus 2. Wenn er nicht mehr abtaucht. Komm schon, 20 Sekunden. Wow, plus 2. Was, ernsthaft? Ja. 20 Sekunden oder 25 Sekunden. Heftig. Das gibt wieder Score. 23, ja.